Okay, der scheint uns nicht zu sehen. Gott, was ist hier bloß passiert? Gott, was ist hier bloß passiert? Vorbei, vorbei, vorbei. Gebrochene Männer und tote Fernseher. Aha. Eine Reihe gebrochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist, aber sie sind nur noch eine Hülle. Ja, was hilft mir das? Jetzt? Muss ich mich jetzt an denen auch noch vorbeischleichen? Nee, oder? Nicht dein Ernst jetzt, oder? Nicht euer Ernst. Ihr seht mich nicht, weil ich sehe euch auch nicht. Oh, komm schon. Oh, leck mich. Ich bin gar nicht da. Schaut ihr nur weiter in euren Fernseher. Kannst du mal mit deinem Gejammerer aufhören? Dankeschön. Ist das die Sicherheitsschlüsselkarte? Nein, eine Batterie. Aber das ist auch okay. Batterie ist auch okay. Kann ich nicht genug von haben. Ah, Sicherheitskarte.
Schlüsselkarte für das Sicherheitsterminal. Gut, dann muss ich jetzt an denen wieder zurück vorbei, ne? Okay. Ja, wenigstens nur ohne Gejammere. Halt aber nicht über den Tisch. Geist aus. Seht mich nicht. Ich bin ein kleiner, unscheinbarer Wicht, der gar nicht groß hier aus dem Bilde sticht. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Wei, oh wei, oh wei, da sitzen gleich von drei. Und wären es nicht drei, wären es vielleicht nur zwei. Nein, 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 nein. Setz mich jetzt hier hin und bleib hier sitzen. Oh, da muss doch. Sicherheit. Gut.
verriegeln. Kann ich die nicht verriegeln? Hallo? Okay. Drücke X zum Verstecken. Stay light. Türe aufmachen, raus hier. Türe aufmachen und raus hier. Komm schon. Oh nein. Großer Dreckskerl. Dieser riesige Dreckskerl verfolgt mich. Ich habe eine Patientenakte über einen Chris Walker, einen Ex-Militärpolizisten, der mehrmals in Afghanistan war. Ein Großteil des Blutes an diesem Ort ist durch ihn geflossen, aber nicht alles. Starte den Generator im Keller neu. Generator Wasser. Das ist, glaube ich, nicht so toll. Was? CIA, Mord unter Hypnose. Kultra-Programm. CIA-Dokument 190691S. Erster Auszug. An Akte. Betreff hypnotische Experimente. Hypnotische Experimente und Forschung. 10. Februar 1954.
Am Mittwoch, den 10. Februar 1954, wurden die hypnotischen Experimente und die Forschung in Gebäude 13 im Mount Massive Reserve in Colorado mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Text gekürzt. Erstens, es wurde eine Posthypnose der vorangegangenen Nacht, Fingerzeig, du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson und mit Miss Pierce fielen sofort ohne weitere Anweisungen in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen, sie hatte vorher ihre Angst vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollte sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Krank. Voll krank. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Miss Pierce führte die Anweisungen genau aus, feuerte auch die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber in wachem Zustand nicht berühren oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie stritt den vorangegangenen Vorfall vehement ab. Gott, was ist das für ein krankes Geschehen in dem Laden? Wo sind meine Pumpen und mein Generator? Scheiße, ich will eigentlich die Batterien nicht halt so. Niemand. Niemand. Keiner da. Kanada in Kanada. Da kann er hier. Das ist mein. Komm ich da nicht rein? Hallo? Wirst doch wohl da reinkommen. Ah. Zwei Pumpen, einen Hauptschalter und dann kann ich diesen Generator einschalten. Es hätte ja auch mal einfach sein können, oder?